durch den Lüftungsschacht und noch viel weiter. Damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Wir haben uns hier einen Weg durchgebahnt. Es hat ein bisschen was von Yoshi's Island gehabt, Kanalisationslevel. War sehr verwirrend hier, der Lüftungsschacht. Aber dadurch kommen wir jetzt in die Puppenabteilung, wo wir eben halt hin sollen. Deswegen, jetzt bin ich gespannt. Ach nee, es geht noch weiter. Damn, der obere Lüftungsschacht. Aber okay, der führt uns, denke ich, trotzdem dahin. Ja, da haben wir so die Puppenabteilung. Wunderbar. This is babies and toddlers. Where do you guys think we should start? Sarge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy! All right. Why don't we look for things that make noise? Sure. That's protected for you. What do you mean, for me? Hey, where are you... Donald? I think they really are good guys. Hold well... You wouldn't have trusted them otherwise. And I know that your trust is a hard-earned treasure. Well, for all our sakes, let's hope you're right, cowboy. I'm willing to give him a chance at least for a little while longer. Especially if it means getting Andy and our friends back. Agreed. Ja. Alter. Aber was hier noch ist, wird mich interessieren. Wollen wir da wirklich runter? Ich schneide euch das, wenn das irgendwie zu einem Weg führt, wo wir schon waren. Na, das ist in Ordnung. Das ist quasi der Rückweg. Da brauche ich nichts schneiden. Und schon sind wir wieder hier. Ja, Julia, hier gibt es diese ganzen Puppen, ne? Julia, Julia, Julia. Das ist halt die Marke dieser Puppe scheinbar. Das ist quasi ein Barbie von Toy Story. Kann man so sagen. Okay. Nee, sie möchte gern Genus. Mario RPG. Ich erinnere mich halt immer stark daran. Und Level 15. Stimmt, wir haben ja auch noch eine Fähigkeit. Wir haben auch eine Fähigkeit bekommen, Mann. Irgendwie was Feuerschaden erhöht. Und was ist das für ein komischer Kuschellöwe? Muss ich gleich aktivieren mit Sora. Und hier sollen irgendwelche Geräusche wegkommen aus der Puppenabteilung. Bin ich mal gespannt. Ich sehe nicht die Crescendo, so hießen die. Waren die Herzlosen, die aussehen wie ein Musikinstrument. Vielleicht werden wir die trotzdem noch finden. Wer weiß. Ich hab's in Kingdom Hearts 2 in der Unterwelt. Da kamen die jetzt erstmal vor. Ich erinnere mich. War nicht sehr gefährlich. Wir haben einen, glaube ich, aber manchmal gestunt, ne? Bewegungsunfähig gemacht, weil die so laut waren. Okay. Let's go. Jetzt wird wieder schön geshootet hier. Ah, ich liebe es. So. Wer will, wer hat noch nicht? Du? Ich war die Angst ab. Oh, der Fettsack. Ah, der hält natürlich viel aus, ne? Yeah. Nice. Vergiss immer das Finale zu machen. Ich glaube, ich muss doch Autofinale machen, weil ich so dumm bin. Ah, lieber nicht Wasser benutzen gegen Elektrotypi. Aber das war's, oder? Yes. Dann schauen wir uns kurz die Fähigkeiten an. Sora. 6 Punkte hätten wir noch. Feuerboost. Attraktionsboost, dafür reicht es jetzt nicht mehr. Aber Feuerboost, nice. Bessere Feuerangriff halt. Dolt hat immer noch nicht genug Fähigkeitspunkte. Das ist richtig scheiße, warum das denn nicht? Ja, weil seine Sachen keine Fähigkeitspunkte dazugeben, ne? Und da kommen die nächsten Pappenheimer. Feuerer. Und zauber ich eigentlich mit diesem Schlüsselschwert, wo die Magie am schlechtesten ist. Naja, was soll's. Wow, die Gegner sind ja mal nervig. Die in Stampfattacken. Hat was von dem Koop-Kommando, ne? Was wir haben.
Funktioniert ähnlich. Magie ist bei Goofy gestiegen. Der zaubert doch eh nicht. Oh nee. Das ist unnötig. Unnötiges Level Up. Und der zaubert halt gar nicht, ne? Ich glaube, ich mach gleich mal diesen Koop-Move. Schon lange nicht mehr gemacht. Ich finde die halt nicht so krass, ne? Verbraucht halt komplette Magie, ne? So. Kann ich jetzt hier das öffnen? Ne, können wir nicht. Sehr schade. Das wäre eine übelst geile Abkürzung dann. Aber gut, wir haben ja kurz vor der Puppenabteilung einen Speicherpunkt. Da kann man sich ja immerhin teleportieren, aber trotzdem. Ich meine ja nur, Leute. Na komm. Shooten mal wieder eine Runde. Warum nicht? Blöden Schweinchen, ey. Denen sehe ich nicht zu spaßen. Das sollte man nicht im Nahkampf herausfordern. Super stark, die Scheißviecher. Get him! Fähigkeitspunkte gestiegen, ja. Können wir den anderen Krams da machen. An der Attraktionsboost. Raketenradale. Ach, das ist das wieder. Ich denke immer an das Feuerwerk von Donald. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Oh, ist okay. Bin ich echt nicht so der Fan von. Das bringt man mal nach. Komm, was? Einzel Zeitverschwendung, ey. Ja, sonst noch wer? Ah, du. Oh, Sparschwein. Was waren diese Sparschweine hier in der Puppenabteilung, wenn ich fragen darf? Und in dem Puppenhaus ist tatsächlich ein Schatz drauf, habt ihr es gesehen? Ey, geil. Das habe ich jetzt durchs Kämpfen gesehen. Mega nice. Ist jetzt mal gut hier? Das ist niemals gut. Ich will das gar nicht machen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Weg damit. Junge. Sind doch eh alle tot. Feuerreif? Aha. Ach nee, hier ist noch eine Ado-Wampe. Meinetwegen. Goofy geht's sehr gut. Herr Goofy da ein bisschen rum. Ja, da kann man drauf. Aha. Aha. Und hier oben ist trotzdem nichts. Aha. Als ob hier nichts ist. Come on, bruh. Ja, neue Gegner, ne? Toll, das war eine Falle, it's a trap. Ja, toll, so eine Kacke aber auch. Das war nicht so geplant. Und gegen den ist es aber gut, den können wir gut kombon. Was ist das hier? Magical Toads? Frösche, die Musik machen? Ah, Frösche, die Musik machen, daher kommt wahrscheinlich die Musik. Das hat aber was von Zelda, ne? Majora's Mask. Mit dem Froschchor Don Gero und so, ne? Sag mal, da oben muss doch was sein. Das kann doch jetzt hier nicht nur eine Falle gewesen sein. Das glaubst du selbst nicht. Komm schon. Das glaubst du selbst nicht. Dim, 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 dim. Ja, hier ist auch eine Truhe. Da hinten ist auch noch eine. Oh je, Mini. So viele Sachen. Die das Leben schöner machen. Nein. Waren wir, glaube ich, schon? Wahrscheinlich Zutat geholt. Wie komme ich da drauf? Ah, nice. Gut gemacht, Sora. Zauberstab Plus! Ja, geil, Omar. Den krieg ich da. Inwiefern ist der jetzt besser? Achso, der hat noch einen Feuerboost. Na gut. Kaum besser. Erhöht die Abwehr- und Feuerresistenz ein wenig. Er hat ja schon eine Rüstung. Komm, du kriegst du was, Donald. Goofy ist zwar der Tank. Aber ich geb's jetzt Donald. Ist die Feuerabwehr. Und Donald stirbt halt auch schneller, ne? Ich bin schon das Elfte mal abgekratzt. So, Leute. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen zu den Fröschen. Oh, was ist das denn hier Schönes? Aha. Eine Maid.
Ja, die brauche ich auch. Alter, die will ich alle haben. Jetzt mal for real. Die sind mega geil, die Figuren. Die sieht so ein bisschen so aus wie Bernd Castell. Wenn ihr die kennt von Umineko Nonako Kuroni. Alter, wie cool. Das Might-Outfit. Sora, willst du es dir anziehen? Nee, ich weiß ja nicht so recht. Das würde dir, glaube ich, stehen. Ist ja cool. Und die voll unschuldig hier in der Mitte. Wie viel kostet die? 255! Ich glaube, ich finde die doch nicht so toll. Ja, solche Figuren sind echt teuer. Alter. Realistische Preise, Leute. Was bringt das, wenn ich die anmache? Ist einfach nur so, just for fun oder was? Geh mal zu den Fröschen. Magical Toads. Donny! Das ist Don Gero, Mann. Kann ich mit dir reden? Nee. Ich verstehe es halt nicht, ne? Was soll ich hier machen, ha? Huh? Schallplatte? Is this it? Aha. Aha! Der Battle Track. Sora, you've never used a record player? Huh? Like this. Whoa! It's working! Wait, did that sound off to you? Again. Huh? Hey! Sora! There's some kind of strange noise coming from the orchestra! Got it! Woody, you keep the record going. Whoa, 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 whoa! Ist das wirklich der Battle Track oder ist es Gummijet-Musik? Aufbruchsmusik? Könnte beides sein. Ich glaube, es ist sogar Gummijet. Finde heraus, wer die seltsamen Geräusche erzeugt. Der wackelt so komisch. Ja, sehe ich sofort. 200 IQ. Something seems to be stuck in this tuba. I'll get it out. Almost got it. There! Der Sergeant. Corporal! You all right, son? Yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but while I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. They must have taken Ham to another location. We have to hurry. Wait, Corporal. You're not fit for action. But Sarge... Your tour is over, son, and it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. Huh? Hey! What is going on? Oh, right! Woody! Mission complete. Why didn't you tell me a little sooner? Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. Yeah, nice. Das ist auch cool. Mit den Fröschen. Jetzt ist Specky auch noch weg, ey. Das fette Schwein. Ihr erinnert euch. Das kann ich trotzdem nochmal machen, ne? Ist ja geil. Jetzt funktioniert das wenigstens auch richtig. Jetzt macht der eine mit. Ah, der Corporal steckte da drin. Oh ja. Was ist hier drin?
So, das kann ich untersuchen. Mhm. My little house. Talk about cabin fever. Thanks for the save. You okay, Ham? Yeah, aside from being locked in, the accommodations are fine. What a tiny little house. Whoa! Who is... What's wrong? She's back! That's the doll that Big Ben me! Ham, take cover. Copy that. One stay in the dread breakfast was enough for me. Not another possessed toy. Guys, look alive! Du Scheiße, auch noch die Maid-Puppe, die Bärenkasten, die ich so geil fand. Nein! Okay, erstmal das Ungeziefer hier vernichten. Die ganz normalen Leute. Oh, ich dachte schon, das wäre Specky. Nicht, dass der auch noch, übernommen wird, sag ich jetzt mal. Das wäre nicht so geil, ne? So, dann wollen wir mal ein bisschen fliegen. I believe I can fly, oder so ähnlich. Maybe we can fly. Oh, die hat aber viel Leben. Bärenkastel. Wie willst du wissen? Okay. Du willst es ja nicht anders. Take this! Die Sturzsalve! Yeah. Magiewerfer, los geht's. Was? Was macht Goofy da? Das ist nicht der Magiewerfer. Na, no, hat aber auch reingehauen, glaube ich. Oh oh. Das ist jetzt nicht so einfach. Ja, wir müssen erstmal die anderen Herzlosen besiegen. Die nerven. Man möchte gern Frosch. Ist auch weg. Junge, ich hab doch das Tee-Aufwändchen ausgelöst, oder nicht? Was macht das denn nun? Ich habe heute noch nicht die Taste dafür rausgefunden. Alter, die dunkle Aura, ey. Das ist wirklich Bärenkastel. Junge. Alles klar. Erstmal wieder heilen, ey. Wobei, bevor ich mich heile, sollte ich erstmal noch ein paar Schüsse abfeuern. Na, ist auch egal. Wird's geil. Gegen die werde ich lieber das Schwert hier verwenden. Und ich glaube, die Herzlose, die respawnen auch. Wir müssen uns wirklich um die Bärenkastel kümmern. Ich nenne die jetzt einfach so. Haha! Haha! Ich finde das gerade nicht so lustig. Aber Buzz Lightyear, der hat seinen Spaß. Auch wenn es ein harter Kampf ist. Er hat seinen Spaß. Definitiv. So, absorb your shock. Let's go. Ist überhaupt getroffen, Mann. Junge. Was die für Moves kann, ey. Echt nicht lustig. Oh, ich hasse das, wenn das eine Aufnahme ist. Scheiß Wireless-Controller, Leute. Normalerweise spiele ich auch noch mit Kabel. Batterie ist leer. Was ich auch stellen kann, ey. Und Benachrichtigungen zerstören jetzt das Gameplay. Aber das ist einfach das Geilste an diesem Schlüsselschwert. So ein guter Move. Holy shit. Ich liebe es. Plasma Nauts? Ach, als ob. Das ist cool. Let's go. Damit sollen wir die doch vernichten können, oder? Keine Chance. Gegen Plasma Naut. Mag ja gegen Sora, Buzz Lightyear und Woody eine Chance haben und Donald Goofy. Aber gegen Plasma Naut? Nee. Da hört der Spaß auf. Niemand eine Chance gegen. Aber nicht gerade sehr viel Schaden, ne? Dammit! Die ist nicht ohne. Die Bärenkastel. Oh gosh! Kann man die einfrieren? Naja, natürlich nicht. Aber das war's! Und wir bekommen den Sportsfreund! Yes! Damit können wir höher springen, Leute. Kann auch im Kampf helfen. Oh,
Wait. Mm-hmm. What if we end up just like her? Forgetting ourselves and attacking each other. No way, Buzz. That won't happen. No way. You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over, then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah. The Heartless, the darkness, can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good. Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, Cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. A flying saucer! I think I know who that might lead us to. Come on, guys! Hey, Woody. I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Yeah. Hey, thanks, buddy. You just take care of your old self. Now, let's follow that UFO. Right! Okay. Dem UFO hinterher. Aber das Ding ist ja, ich habe ja auch schon vermutet, eben, dass wir gegen Specky kämpfen müssten. Was natürlich nicht der Fall war. Deswegen hat Buzz auch eben halt Angst gehabt, dass er auch übernommen wird. Kann ich verstehen, ich hatte es ja auch vermutet. Ach ja, hier übrigens, das habe ich offscreen mal rausgefunden. Jetzt pass mal auf, Helium. Wie sie sich jetzt anhören. Einfach. Voll die hohe Stimme jetzt, was ist das denn? Ja, ich denke, das machen wir dann im nächsten Part mit dem UFO. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt direkt hingeflogen ist. Passiert hier noch was? Ja, hier machen wir einen Zwischenstopp. Ich weiß schon wieder nicht, wo es weitergeht. Mann, Kingdom Hearts 3. Man weiß nie, wo es lang geht. Schmieden. Ja, können wir wieder was Gutes schmieden? Das ist eine neue Fotomission, was wir irgendwas fotografieren können. Das mache ich alles noch, Leute. Jetzt erstmal nicht. Oh, Blitzgarspange und sowas gibt's schon. Fähigkeitenring plus. Ich warte damit noch. Ich will die Materialien nicht einfach aufopfern. Kaufen. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Wo sehe ich das? 6.800. Aha. Die sind alle nicht so doll, ne? Fähigkeitenring, das ist auch nicht gut. Schildgürtel, das ist alles nichts Tolles. Bin halt am überlegen, ob ich Goofy das Uhrwerkschild kaufe. Donald hat ja einen neuen Zauberstab bekommen, aber Goofy hat halt noch gar nichts. Ich glaube, es wird Zeit. Uhrwerkschild. Ich glaube, den Kampf haben wir gekauft trotzdem. Das ist 400, das ist nicht viel. Gucken wir mal, was wirklich besser ist. Es ist Zeit für ein neues Schild. Ganz ohne Witz, Mann. Ach, der normale Schild, der hat Feuerresistenz, aber der hat Eo-Resistenz. Und ein Angriff mehr ist besser. Natürlich ist er besser, Mann. Kampfhammer? Zwei Angriff mehr. Aber keine Fähigkeit, hier der Feuerboost. Ich nehme trotzdem den Kampfhammer, Leute. Weil er benutzt ja nicht nur Feuerzauber. Von daher, man denke ich, jetzt alles richtig damit gemacht. Sport 2 auf jeden Fall aktivieren, so gut, Mann. Wenn man jetzt gedrückt hält, die Kreistaste, dann springt man jemand extrem hoch. Und Attraktionsboost können wir jetzt auch noch verwenden. Ja, perfekt. Was? Ach so, die Postkarte, die wir bekommen haben, weil wir was gekauft haben. Ja, das können wir machen. Aber hier beenden wir jetzt erstmal diesen Part. Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ja, könnt ihr mich unter das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.